Einen schönen guten Abend. Was hat ein Spaziergang und eine Montagsdemo gemeinsam? Durchs einfach herumlaufen wird nichts besser. Das war jetzt nur Test, ich wollte gucken, ob Sie auch alle wach sind. Es gab gar nicht so einen richtigen Protest, ich hätte eigentlich mehr Protest erwartet. Aber diese Weisheit stammt nicht von mir, sondern sie stammt, jetzt muss ich auf meinen schlauen Zettel gucken, sie stammt von Bertram Weishaar aus dem Spaziermanifest, das dieses Jahr erschienen ist, und es geht auch weiter. Mit Herumlaufen allein ist noch nicht viel getan, aber jeder Spaziergang birgt die scharfe Chance zu einem Aufbruch. Da steht weiter, gehen geht Schritt für Schritt, und das ist gut so. Oder ein Spaziergang kommt zustande, indem man aufsteht und losgeht. Ich finde, das passt jetzt wieder ganz gut zu uns und zu den Montagsdemonstrationen. Und unser heutiger gemeinsamer Weg, der ist ein bisschen ungewöhnlich für mich, aber er beginnt, so gehört es sich, mit dem Offensichtlichen, mit dem Allgegenwärtigen, mit dem Rückbau oder besser der Zerstörung in unserer Stadt. Nach Bahnhof, Rosenstein und Schlossgarten kommen jetzt unsere Verkehrswege, unsere Wege durch die Stadt ran, mit Elefantensteg oder der Brücke über den Neckar, die Maulwurstlandschaften am Leutze, das Wegekraus an der Staatsgalerie, die immer länger werdenden Wege in unserem Kopfbahnhof, die U-Bahn, die bald abgehängt werden soll, oder das S-Bahn-Kraus, in dem die S-Bahn aus dem Takt kommt. Wir alle kennen es, Rosenstein und Stuttgart 21 durchkreuzen all unsere Wege in Stuttgart. Das ist die bekannte Lage in Stuttgart, aber sie ist eine ganz chaotische. Und um sich darin zu orientieren, habe ich mich an zwei Fragen, die man am Anfang des Stadtplanerstudiums immer wieder gelehrt kriegt, erinnert. Zwei Fragen, die man genauso schnell dann im Beruf wieder vergisst. Die erste lautet, was ist eigentlich das Problem? Ist es wirklich der Abriss des Elefantenstegs oder der Bahnhof? Zweitens, was ist die Ursache für das Problem? Ist die Fehlplanung der Bahn AG, ihre Unfähigkeit? Also wer mich kennt, der weiß, dass ich beide Fragen verneinen werde. Aber um was geht es dann? Ich will es heute ein bisschen grundsätzlicher probieren. Der Mensch bewegt sich durch den Raum und legt Wege zurück, seit es den Mensch gibt. Er muss es tun, um als Jäger und Sammler zu überleben. Der aufrechte Gang hilft ihm bei der Suche nach Nahrung und Schutz. Und im Spaziergangsmanifest heißt es dazu, das Gehen hat sich seit Anbeginn der Menschheit nicht verändert. Und das wird auch so bleiben. Jetzt kam im Lauf der Geschichte dummerweise noch das ein oder andere Transportmittel dazu. So der Ochsenkarren, der zum Beispiel ein Wachstum der Städte erlaubte, weil man das Feuerholz nicht mehr einfach vor der Stadt und nachts heimbringen musste, sondern es von weiter und in größerem Maßstab anliefern könnte. Oder der Streitwagen der Römer, deren großen Straßenpläne nicht nur dazu dienten, mit ihren Provinzen zu handeln, sondern den Truppennachschub zu sichern. All das wurde dann im Lauf der Zeit durch die Schiffe auf Meeren und Seewegen ersetzt, und dort, wo der Handel blühte, blühten die Städte. Dann kam sowas wie die industrielle Revolution, die nicht nur die Produktion revolutionierte, sondern mit der Eisenbahn das erste Mal ein Massentransportmittel einführte, das zu einem weiteren Wachstum unserer Städte führte, indem es Massentransporte mit Mensch und Waren ermöglicht. So ein Flugzeug änderte eigentlich gar nicht mehr so viel daran, außer ein Plus an Geschwindigkeit, verändert aber ein zweites Mal hat uns das Automobil. Und zwar kolossal. Autogerechte Städte, Innenstädte, die zerschnitten sind, und eine Zersiedlung der Landschaft in den Vororten durch das Wachstum eben dieser Vororte bestimmen heute auch unser Bild in der Region. So, das ist der kleine Geschichtskurs. Und trotz aller technischer Entwicklung, und Sie kennen ihn vielleicht, hat Professor Knoflacher etwas Erstaunliches untersucht. Er hat festgestellt, trotz aller Steigerungen und der Geschwindigkeit unserer Transportmittel bleiben zwei Sachen konstant. Einmal die Anzahl der Wege, die wir täglich zurücklegen. Das ist nicht arg verwunderlich. Außer Jagen und Sammeln hat sich aufgeteilt heutzutage in Arbeiten gehen, Einkaufen. Dazu kommt noch Freizeit und vielleicht mal ein Gang zum Arzt oder für andere Besorgungen. Aber noch erstaunlicher ist, dass die Zeit, die wir im Verkehr nehmen,
seit Stunden verbringen, seit 100 Jahren konstant geblieben ist. Und das lässt sich eigentlich nur erklären dadurch, dass trotz aller Geschwindigkeitssteigerung wir keine Zeit beim Reisen oder beim Zurücklegen von Wegen einsparen, sondern schlicht längere Wege zurücklegen. Diese explosionsartige Steigerung der Verkehrsleistung durch technische Entwicklung ist schlecht für unsere Städte, für die Umwelt und für uns alle. Ich mache es mir jetzt an der Stelle nicht ganz so einfach wie Professor Knoflacher, dass ich sage, also wir machen das einfach alles mit dem Virusauto, den trennen wir von Menschen und dann wird es schon wieder die Wege in der Stadt geben, die auch den Menschen nützen. Sondern ich versuche auch an der Stelle nochmal mit einem Rückgriff vielleicht, auch aus der Geschichte, aber auch an einen anderen Ort, an eine Stelle, wo man etwas extremer sieht, was aber bei uns genauso im Verborgenen wirkt, noch mal klarer zu machen. In seinem, finde ich, faszinierenden Buch Das Schwein und der Wolkenkratzer beschreibt Marco de Ramos, wie sich Chicago in nur 200 Jahren von einem 200-Seelendorf zu einer der größten Städte und Handelsmetropolen unserer Welt entwickelt. Am Anfang war das nur die Lagegunst als Tor zum Westen am Michigansee und dann kam die Eisenbahn. Nein, genauer, der Eisenbahnkapitalismus. Denn anders wie bei uns in Europa war die Eisenbahn in Amerika, in den Vereinigten Staaten von Anfang an eine Sache der Unternehmen. Großes Geld von der Ostküste und von London suchte günstige Anlagebedingungen. Und was schien da attraktiver als Rieseninfrastrukturprojekte, der Bau von Eisenbahnen? Vor allem, weil der Staat sie garantieren und absichern wollte, indem er den Eisenbahngesellschaften das Land dazu schenkte. Und das war schon faszinierend für die Unternehmen. Sie bekamen Land für den Bau ihrer Strecken und das angrenzende Land dazu, das dann wieder durch den Bau ihrer Eisenbahninfrastruktur explosionsartig an Wert gewann. In Amerika war von Anfang an Bodenspekulation und großer Infrastrukturbau der Eisenbahn eine treibende Kraft. Seit 20 Jahren kennen auch wir das in Deutschland, seit die Privatisierungsfantasien der Deutschen Bahn AG hier kursieren. Und wen wundert es, dass in Stuttgart, mit Stuttgart 21, wieder Großinfrastruktur und Immobilienspekulation zusammenkommen. Es sind die gleichen Gesetzmäßigkeiten. Der Herr Ramos schreibt weiter. Der Konkurrenzkampf der Eisenbahnunternehmen der Privaten war gnadenlos. Nicht umsonst wurden die Eisenbahnunternehmen Räuberbarone genannt. Und am gnadenlosten war eben dieser Konkurrenzkampf in der Mitte der Vereinigten Staaten, in Chicago, wo die Unternehmen der Ostküste auf die Unternehmen der Westküste trafen. Und dies führte zu einem unglaublichen Preiskampf. Dieser Preiskampf führte wieder dazu, dass es billiger war, Schweine und Weizen nach Chicago zu transportieren, als eigentlich dort in den weit entfernten Produktionsorten direkt auf dem Markt zu verkaufen. Es entspannte sich ein Markt, der von den Rocky Mountains im Westen bis zu den Appalachen im Osten und von Kanada bis in die Karibik reichte. Ein Ort, der Träume der Kapitalisten wahrmacht. Aber es gelangten nicht nur billige Waren nach Chicago, sondern auch immer neue Schübe von Arbeitskräften. Und mit diesen billigen Arbeitskräften begann Chicagos Aufstieg zum Schlachthof der Welt. Und damit die Industrialisierung der Lebensmittelproduktion, die Konfektionierung der Lebensmittelproduktion in einem Ausmaß, wie man es noch nicht kannte. Dabei entstand etwas Weiteres, das auch uns heute hier weiter betrifft. Auf der Suche nach Investitions- und Planungssicherheit für die Industrialisierung der Landwirtschaft war es richtig ungünstig, dass so etwas wie Weizen abhängig vom Wetter war. Wie sollte man da in Fabriken investieren, wenn die gute Ernte vom Wetter abhing? Um das abzusichern, wurden die Futures erfunden. Also ein Versprechen auf die Zukunft. Man kaufte zum heutigen, ausgemachten Preis eine Tonne Weizen und hoffte darauf, dass die Ernte so eintrat, wie man davon ausging. Ging sie schlecht aus, hatte man einen Verlust gemacht. Ging sie besser aus, hatte man einen Gewinn gemacht. Aber man hatte auf jeden Fall mal Planungssicherheit. Es hat nicht lange gedauert, bis in Chicago dann man mit diesen Futures wieder Optionen gemacht hat
und mit diesen Optionen wieder weitere Futures gehandelt hat und der Handel mit Lebensmitteln und die Spekulation mit Lebensmitteln immer abstrakter und immaterieller wurde. Auch als die Automobilindustrie für den Niedergang der Eisenbahn und damit auch der Industrie in Chicago führte, dieser Wirtschaftszweig, der blieb in Chicago die ökonomische Basis. Und er ist es heute auch in Stuttgart. Auch wenn man Stuttgart immer mit der Automobilindustrie in Verbindung bringt, dann ist eigentlich schon längst der größte Teil der Wertschöpfung im Finanz- und Dienstleistungssektor mit Versicherungen und nicht mehr mit dem Automobilcluster Stuttgart. Als genug jetzt mit der ganzen historischen Abhandlung. Es ging mir eigentlich um drei Punkte, die ich klar machen wollte. In unserer Gesellschaft geht es um drei Dinge. Erstens um die Bewegung von Menschen im Raum, sei es jetzt Armeen oder Arbeiterheere. Zweitens um den Transport von Waren, entweder als Rohstoffe oder Konsumprodukte. Und schließlich um die Wege des Geldes auf der Suche nach neuen Anlagen in Infrastruktur, in Boden oder jetzt in immateriellen Spekulationsobjekten. Und je schneller, und das ist wieder das Wichtige für unsere Entwicklung hier, und je schneller dieser Umschlag mit allen drei Bewegungsformen an einem Ort stattfindet, desto höher sind die Profitraten, die an diesem Ort gemacht werden können. Während wir uns also mit einem Bahnhof beschäftigen und die Ingenieure immer weitere Technik runterverbringen, ist die Suche nach Geschwindigkeit und nach Vorsprung am Ende nur einem geschuldet, und das ist der Gier unserer Gesellschaft, den Menschen noch mehr abzugeben, noch mehr Geld abzugeben. Und dieses System Stuttgart 21, jetzt habe ich es gerade in Chicago erklärt, müsste man eigentlich sagen, dieses weltweite System, das lässt dann doch Gegner wie in Chicago den Al Capone wie nette kleine Opas aussehen. Doch machen wir uns nichts vor, dieses System wirkt auch in Stuttgart. Wenn unsere Wege zerschnitten werden durch Stuttgart 21, war es nicht gerade die Idee der europäischen Hochgeschwindigkeitsstrecken der Magistrale, die Wirtschaftslobbyverbände der Europäischen Kommission einredeten und sie insgesamt mit Steuergeld subventionieren ließen. Die Idee, den Flughafen auszubauen, die Messe zu erweitern, gleichzeitig Autobahnausbau zu betreiben und Straßen- und S-Bahn auszubauen, dient nur einem Ziel, hier die Wertschöpfung und Kaufkraft in Stuttgart zu erhöhen und damit den Einzugsbereich dieser Stadt, ihren Machtbereich auszudehnen und Arbeitskräfte anzukarren für unsere Industrie und unsere Banken oder Kunden für ECE und Co. Und täglich haben wir heute 200.000 Einpendler, die auch wieder aus der Stadt raus müssen, nach Stuttgart. Und alle wir hier hängen ab von dieser ökonomischen Basis. Gerade wir in Stuttgart als Exportweltmeister und zweitgrößter Finanzplatz nach Frankfurt in Deutschland sind so abhängig wie keine andere Stadt von diesen Entwicklungen. Deswegen ist für mich klar, wo das eigentliche Problem liegt. Und deswegen ist es für mich notwendig, dass wir auf unseren Montagsdemos die Fragen grundsätzlicher stellen, statt nur über Elefantenstich und Bahnhof zu diskutieren. Damit wirklicher gesellschaftlicher Aufbruch von unseren Montagsdemos ausgeht, müssen wir eben an die grundsätzlichen Fragen ran. Nach wessen Interessen werden die Wege in Stuttgart denn eigentlich gestaltet? Warum kommt von der Produktivitätssteigerung der Industrie und der Beschleunigung unserer Transportwege, sprich von den Gewinnen, nichts an Gewinn an Lebensqualität in Stuttgart heraus? Gerade im Gegenteil, es ist Zerstörung unserer Heimat. Warum muss alles immer schneller gehen? Warum können wir nicht einfach mal alle ein bisschen langsamer machen? Warum muss alles immer mit dem Auto gehen? Warum kann man nicht einfach zu Fuß gehen? Wo sind Tante Emma, der Metzger, der Bäcker, der Schuster, der Schneider, die das ermöglichen würden? Warum kann es nicht ewig gehen ohne diesen ewigen Konkurrenzkampf, dieses Gerenne? Warum können wir nicht solidarisch und regional produzieren? Warum können wir nicht austauschen, statt zu bezahlen? Macht Geld wirklich glücklich? Ist nicht weniger manchmal mehr? Geht es nicht eigentlich um Zeit? Zeit für Muse und unsere Lieben? Fragen über Fragen. Die Antworten müssen Sie sich alle selber geben. Aber es kann ja nicht schaden, dass wir uns Montag von Montag darüber unterhalten. Und am besten
gehen wir danach noch mit offenen Augen durch unsere Stadt spazieren. Denn wie heißt es im Spaziermanifest? Wer geht, sieht mehr, als wenn er nur fährt. Und eine durch einen Spaziergang gewonnene Erkenntnis ist von hohem Wert. Ich habe das Gefühl, das Leben sollte manchmal mehr ein Spaziergang sein. In diesem Sinne, dranbleiben und oben bleiben. Eine sehr weit ausholende Betrachtung, aber das brauchen wir ja auch immer wieder mal. Ich möchte